Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Watch Dogs! Watch Dogs! Dogs, Watch Dogs. Ja, heute sind der Flo und der Tommy nur hier. Der Tommy ist Ja. gerade hier, der muss den Alti-Dance schneiden und so ein paar andere Sachen. Der ist dann in 3 Folgen, glaube ich, wieder dabei. Genau. Ja, deswegen übernehmen wir, damit es auch konstant weitergeht, jetzt hier mal kurz das Steuer zu Oh, zweit. guck mal, wie geil der Mantel flattert. Da geht's mir direkt ab. Ja, du stehst auf Bikes, ne? Ich eigentlich nicht so, aber Ah, ich habe doch, ich mich habe das über. schon früher auch in den Boah. GTA-Teilen. Ich habe es geliebt, wenn Motorräder am Start sind. Es gab Und ja auch mal einen, wo keine dabei waren. Das war extrem bitter, muss ich sagen. wir haben uns überlegt, dass wir Boah. gerade noch so mal zum Waffenladen fahren, denn wir haben bisher ja noch überhaupt nicht einmal uns Waffen gekauft, außer das eine Mal, dass man es quasi machen musste vom Auftrag her. Und wir brauchen dringend eine mit einem Schalldämpfer, damit wir hier mal ein bisschen auch dem Hacker-Business getreu etwas Silent-mäßig vorgehen Genau, und können. überhaupt wäre es halt cool, einfach mal coolere Waffen zu haben. Und wir haben, glaube ich, auch ganz gut Geld. Wobei, wir brauchen auch 100.000 fürs Pokern, weißt du noch? Du wolltest doch Ja, unbedingt wir, oh ja, pokern. scheiße, das machen wir heute, das ziehen wir durch. Oh. Boah, Oh. geil sah das aus, Alter. Ups. Da war eine kleine Mein Slow-Mo Bike. auch, oder? Das war eine kleine Slow-Mo. Ja, es kam einem zumindest so vor. Ich dachte auch, ich überlebe es nicht, aber es hat irgendwie geklappt. Was Was passiert? los? Bike kaputt oder was? Ach Nee. nee, doch, da ging's. 200 Meter, die wollen wir nicht zu Fuß gehen. Wir verschwenden hier. Was geht? So. Hier irgendwo muss er schon Hier, sein. da ist er, glaube ich. Doch, sieht doch nach einem Waffenladen aus. Was? Schweinerei. Schweinerei. Ja, hier, das ist er. Schauen wir doch mal. Was kann ich für Sie tun? Wir könnten uns halt eine Knarre mit Und was Schalldämpfer suchen Sie holen denn oder heute? wir holen uns Erstmal eine. holen wir uns einen Granatwerfer für 4.000. Willst du? Rabatt, ja, den Yeah. sollte man schon mitnehmen. Kaufen. So, was gibt's hier noch so? Gehen wir nach unten hier noch? Oh, die ganz unten sollten wir uns vielleicht holen. Die links, die mit dem Schalldämpfer. 22 kostet die halt, aber wir haben auch noch Ach so. 86, Aber haben warte, wir noch. gucken wir noch mal weiter erst. Dann Cool. vielleicht doch lieber die Pistole für mit dem Schalldämpfer. Ja, aber die andere wäre schon cooler, damit geht's halt besser. Das kostet einen Scharfschützengewehr, die sind relativ günstig, obwohl das kostet 45 ganz unten. Ein Scharfschützengewehr, ich weiß nicht. Das hier wäre halt geil. Halbautomatisches Scharfschützengewehr. Ich Kann stehe nicht man. so auf Ja, aber Scharfschützengewehre. das kann man immer mal gut brauchen, du weißt Das wäre das. auch. Achso, Die die da haben haben wir wir schon. ja. Gehen wir, ach, gab es da nicht noch? Ah ja, hier, boah. Kalaschnikow. Boah, was ist denn das für eine? Vollautomatisches Sturmgewehr. Ja, die ist richtig geil. Oder ein Feuerstoßsturmgewehr. Was ist cooler? Tja, die sind beide ziemlich cool. Ich glaube, das obere ist das, was das Militär immer hat, oder? Das kann sein, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sollen wir die hier einfach mal mitnehmen? 30.000. Boah, wir brauchen was mit dem Schalldämpfer. Ja, komm, dann nehmen wir jetzt aber die hier mit. Hier. Okay. Zack. Wenn Sie was Zack. wissen wollen, Ach du fragen Sie Scheiße. ruhig. Das war so teuer. Ja, coole Sache. Guck mal, ich kann auch bedrohen mit links und mit der LT-Taste. Willst du es mal ausprobieren? Ich glaube lieber nicht. Komm, mach's mal. Nee, lieber nicht. Doch, probier's aus. Ey, komm mal, ey, du willst doch wissen, was jetzt hier, was das für eine geile Funktion ist. Bedroh den mal. Vor allen Dingen wissen, welche Waffen wir jetzt eigentlich haben. Wo sieht man das denn? Das siehst du hier, du bist ja gerade nur in dem Kaufmenü. Also da überall, wo ausgerüstet steht, die Ja, wenn haben wir. sobald, sobald ich jetzt auf den Waffenknopf drücke, ziehe ich ja eine. Das ist dann auch immer blöd, ne? Ja, aber bedroh ihn jetzt, bedroh ihn. Komm schon. Das machen wir später. Nein, ich will's sehen. Ja, du willst sehen. Ja. Das wird so Ja, aber dir geil ist klar, dass wir bestimmt. dann halt sofort hier die Bullen haben. Oder er uns Weiß ich einfach. nicht, vielleicht kriegen wir auch Vergünstigungen einfach, weil wir schon so einen krassen Ruf haben, so einen bösen. Guck mal, ich habe hier einfach eine umgefahren und die machen gar nichts. Ja? Boah, er hat gerade allerdings eine Waffe in der Hand. Ja. Wie geht's Ihnen? Du willst, dass ich den jetzt bedrohe? Ja, ich würde schon. Komm, wir probieren es mal aus. Finden Sie sich zurecht? Wir haben hier jetzt alle Waffen, die wir haben wollen. Also, wir sind ja hier eh durch. Jetzt tu es. Ich will nicht sterben. Ja, toll. Was habe ich jetzt davon? Weiß nicht. Jetzt kannst du seine Auf Kasse Zentrale vielleicht bitte nennen Sie plündern. die Art Ihres Notfalls. Du kannst seine Kasse plündern. Du kannst seine Kasse plündern. Klau seine Kasse. Toll, wegen 1.000 Dollar, mein Freund. Ja?
Ist doch kein Problem für uns. Wir sind der ultimative Hacker. Nur einen kleinen Ladendiebstahl begangen hier in der Folge. Herzlichen Glückwunsch. Hier rechts, genau. Hier, bam, geradeaus, hack durch. Kriegen dich nicht. Du kannst auch so einen Jam einsetzen, wenn es zu stressig wird. Aber es sieht gerade... Oh, jetzt musst du jammen. Oder umdrehen. Ey, hat er sie noch alle? Jam, jam, jam. Oh Gott. Wie mach ich das? Hier, genau, den. Und jetzt herstellen und dann aus... Mit RB wählst du ihn aus, glaube ich. Geht wieder. Ja, doch. Ach nee, jetzt haben sie dich. Irgendwie das mit den Jam-Dingern, das muss ich nochmal rausfinden. Das hat letztes Mal auch schon nicht funktioniert. Auch schon nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh Gott. Das war ganz schön knapp. Wir sind auf der Flucht! Tja, jetzt haben wir zwar $1000 im Laden erobert, aber auch müssen hier einmal mehr die Bullen loswerden. Kein Problem für uns. Dafür. Ja, es dauert halt jetzt wieder ein ganz bisschen. Meinst du? Ich weiß nicht. Da können wir hier sonst nur eine gute Stelle suchen oder über eine Brücke, wo wir sie schön, die wir hochfahren lassen können oder so, dann ist es glaube ich schon vorbei. Du hängst ja gerade schon ganz gut ab. Oh, boah. Dachte, ich passe noch durch. Boah, den Wagen hätte ich gerne. Boah, der ist echt krass. Den habe ich auch noch nie gesehen hier in dem Spiel. Alter, schaut euch das an. Willst du es riskieren? Boah, das war sau dumm. Schaffe ich nicht mehr. Die steigt aus einfach. Krass, du hast es geschafft noch. Ich hab's geschafft, ging das irgendwie. Denn? Ich habe Bullet Time angemacht. Krass. In dem Moment. Es war gar nicht so dumm. Richtig geil. Richtig geil. Alter. Fett. Hier die Poller. Über die Poller und zack. Das hält die ein Stück auf und jetzt hack weg. Nicht gegen den Baum. Boah, das war knapp. Sieht gut aus. Du hast sie gerade abgehängt. Du kannst dich hier auch irgendwo verstecken jetzt, wenn du warten willst. Boah, hinter dir sind sie. Pass auf. Fahr rechts und versteck dich. Oh, ja, oder pack weg. Genau, da ist der Kreis vorbei. Sehr schön. Siehst du, hat sich gelohnt. Ein Taui für ein kleines Abenteuer. Und noch ein Taui obendrauf. Was will man mehr? Ja. Sehr schön. Schön war's. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, wo die Hauptmission ist. Guck mal, hier sind auch noch zwei Türme, die wir gar nicht haben. Ja, das stimmt. Was ist das hier eigentlich? Das ist so ein, ach, da ist immer noch ein ganzer Bereich, den wir nicht haben. Ein ganzer Bezirk, ja. Heieiei. Ja, aber wir sind ja immer noch, ne, wir müssen ja sowohl Niki... Genau. Oh, guck mal, ich kann Schnellreise zur Kampagne sogar machen. Kannst du auch machen. Das ist ziemlich cool. Muss doch einen Weg geben. Und Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Ich lasse ihn gewinnen. Ich finde den zweiten Hacker und er lässt Niki frei. Ah, wir sind bei unserem Haus jetzt. Egal. Ich habe leider keine Wahl. Okay, scheinbar müssen wir uns weiter um den Damien kümmern. Der Pfand. Ja, wir müssen ja immer noch diesen Hacker finden, glaube ich. Nee, den Robert haben wir ja schon. Ne? Ach so, ja, stimmt. Aber die haben die Niki halt noch von uns. Ja. Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Komm schon, Aiden, find irgendwas. Ja, Mann. Mist. Scheiße. Was ist... Oh Gott. Hey, ich bin's. Du hast mich hergestellt. Bad Boy Clara ist wieder da. Scheiße. Clara! Mir platzt bald der Schädel. Ja? Gott, mir platzt gleich der Schädel. Okay, komm her. Sieh dir das an. Ich kann dir uns ja irgendwie helfen hier. Die ist ja auch ganz gut im Hacken. Klar, die hilft uns jetzt. Wer pass auf. Sie? Weiß nicht, die Datei ist kaputt. Legt jetzt einen krassen Filter drauf. Bam, bam, bam. Hast du eine Idee, wie ich es abspielen kann? Kein Ding für die Bad Boy Clara. Da ist nichts zu machen. Oh. Du brauchst das Original. Oh. Ich lasse eine Suche über den C2S-Zugang laufen. Krass, uns hat hängen lassen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen.
Ich glaube nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Wir haben jetzt auch einen Granatwerfer. By the way. Der könnte uns helfen, Clara. Boom, boom. Macht er. Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Oh mein Gott, sie hat Aiden, Angst. Antworte. Ich tue nichts, bis du er mich... Er hat sie entführt, Clara. Er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchten? Oh mein Gott. Der, Damien Branks. OMG. Hilfe. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut, wenn du fertig bist. Oh Mann. Da ist irgendwer. Komm her. Was ist denn los? Ohren zu halten. Abgeht auf einmal, Alter, die haben uns gefunden, wo wir wohnen, anscheinend. Unser Alter, Hotel. der sprengt alles. Unser schönes Hotel. Oh Gott, Hotel. Du musst jetzt, jawohl. Boah, wie geil. Raus hier. Boah, fette Aktion, Flo. Wo ist dein Auto? Da draußen ist noch einer, pass auf. Jawohl, den hast du. Da vorne kommen noch ein paar. Boah, einer hat dich gerade irgendwie erwischt. Hey. Sie deckt sich halt da, die Sau. Ich brauche eine andere Waffe. Aiden, das Motelschild. Das Motelschild? Was will sie denn mit dem Motelschild? Da oben sitzen sie, die Schweine. Mach sie eiskalt fertig. Boah, sie rennt vor. Was ist los mit der? Sie wird übermütig. Boah. Ja, du, ich bin ja da. Ich mach das. Los. Chris. Oh, unten kommen ganz viele. Oh. Unten, auf dem Parkplatz. Die Kameras würden mir helfen. Sagt er gerade. Da konntest du was sprengen. Soll ich nur machen? Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich in die Kamera gehe, ist nicht so gut. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch Angst, dass wir dann erschossen werden. Hier unten ist noch da einer. Da ist noch einer, machen fertig. Boah, das war gut. Irgendwie zufällig. Jetzt hast du einen Blackout verursacht hier. Irgendwie, gerade. Richtig geil. Was hier abgeht, Alter. Was für ein geiles Level. Alter, was hier abgeht. Alles nur, um unsere Wohnung zu verteidigen, die wir aber ja auch schon halb kaputt... Oh, wie geil er die Pflanze umgekriegt hat. Ey, ich komm gerade... Ich überschlag mich hier mit geilen Momenten. Alter. Was hier abgeht. Die kommen von vorne. Was heißt das? Da unten die Treppe. Da unten an der Treppe sind sie. Wenn sie die Treppe hochkommen, kannst du sie sprengen. Die kann ich nochmal nachladen. Mit linken Stick drücken. Ah ja, okay. Wo kommen sie denn? Unten sind sie gerade wieder alle. Ja, hast du einen erwischt? Sprengen das, genau. Da ist noch einer, erwischt. Hier in dem Auto, da ist noch einer. Komm da raus. Jetzt rennt er da rum. Oh, oben ist ein Sniper irgendwo. Zwei Sniper. Boah, Alter. Gerade noch so in Deckung gesprungen. Boah, das ist aber auch krass mit den zwei Snipern. Ey, wie soll ich denn den kriegen, sobald ich rausgehe? Ganz schön krass hier gerade. Ja, pick die einen schon mal weg, genau. Bam, der ist weg. Den noch jetzt. Einmal noch. Oh gerade nachladen. Jetzt ist er in Deckung gegangen, ist wieder da. Okay, perfekt. Weg. Ja, jetzt kannst du dich um die Leute unten kümmern. Da oben ist noch einer. Nee, ich glaube nicht. Die sind alle unten jetzt. Gerade. Da ist er. Und jetzt irgendwo da drüben noch, auf der anderen Straßenseite unten, glaube ich, im Hof ist er hinter dem Auto. Ja, ist nur noch einer. Ich glaube, du kannst auch runtergehen sonst. Ich
weiß ja gar nicht, wo ich hin muss überhaupt. Gehen wir hier lang. Mal die Treppe runter. Achtung, da vorne ist er jetzt irgendwo. Rechts noch. Wie es hier aussieht, ey, unser Motel, wo wir gerade noch gewohnt haben. Oben ist ein Sniper. Rotes Licht, rotes Licht. Das ist doch ein Sniper. Du hattest doch recht. Da oben ist er. Ich habe ihn gesehen. Bei dem M. Da war doch auf jeden Fall gerade ein kleiner Kopf irgendwo. Bam! Sehr schön. Eskortieren Sie Clara zu ihrem Wagen. Okay. Oh, Schüsse, Schüsse. Wo ist denn die Clara gerade? Was wollen die denn? Ach da, ja, okay. Da kommen noch welche, da kommen welche im Autos. Achtung, vor dir auch, vor dir auch, vor dir auch, vor dir auch. Wo? Direkt vor dir. Und hinter dir, boah, das wird krass jetzt. Ich muss irgendwas mit der Bullet Time machen, glaube ich. Da sind noch viel mehr. Hinter dir kommt einer, Achtung, links. Sagen, wenn links einer vorne, kommt. Ja, den habe ich gerade nicht gesehen, sorry. Vorne ist noch ein einziger irgendwo. Jetzt, okay, das war's. Raus hier. Zum Auto und weg. Alter, wie krass, ey. Aber du hast dich richtig gut geschlagen, Flo. Respekt. Ich wäre draufgegangen. Faust drauf. Nachladen kannst du noch kurz? Sicher ist sicher? Ey. Ey. Ist die bescheuert? Achso, die flüchtet. Ohne dich. Da vorne, Achtung. Gegner, oh. Fokus, Fokus. Oh, ich musste nachladen, ja, in dem Moment. Ey, Mist. Was für eine dumme Kuh. Wie sie einfach ohne uns abgehauen ist, die Sau. Ja, war ich gerade fertig, Alter. Ey, scheiße, Mann. Muss ich jetzt von ganz vorne nochmal durch? Ich hoffe nicht. Alter, ey, haut die einfach ab in dem Moment. Nee, guck, sie sitzt schon im Auto, jetzt geht's los. Da vorne sind sie. Pass, denk dran jetzt, diesmal Achtung. Ihr lebt noch? Okay. Schnell in irgendein Auto und weg hier. Da ist noch einer. Nachladen. Oh, ist gar keiner. Nachladen. Linker Stick. Ja, ich muss einfach nur weg erstmal. Da kann ich ja eh nicht schießen, weißt du? Ja, ich dachte nur, falls nochmal welche kommen, dass du dann direkt schon nachgeladen hast. Ach, ich muss einfach nur hier aus dem Umfeld. Ja, du musst aus dem Kreis raus. Okay. Keiner weiß, dass du hier warst. Sehr schön. Ich glaube, du hast es geschafft. Missionsziel erfüllt, kommen Sie aus dem Umfeld des... Ah, Handy klingelt. Clara, bist du okay? Natürlich bin ich nicht okay. Die dumme Sau ist einfach weggefahren. Wer bist du? Was soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier. Der Pfand, da müssen wir wohl hin. Können wir da noch schnell hinfahren? Ja, auf jeden Fall, oder? Aber wir können ja noch hinfahren und starten dann. Habe ich hier etwas wie die anderen gebracht. Plaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieß es. Oh, Damien. Kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauche deinen Kopf im Spiel. Ey, meine Süße, dein Bruder will reden. Hey, boah, hält er uns die Niki auch noch ans Telefon, die Sau. Geht es meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Oh Mann, dieser Wichser. Ich hab Angst. Aber kalt ist doch ein Tipp. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. Du, ich kenne dich. Wegen der Kühlhalle oder so. Er ist nicht verrückt, er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Ich glaube, das ist auch jetzt das neue Gebiet, wo wir noch nicht waren, oder? Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Was ein Kerl, ey, ohne Witz. Ist sicher. Erstmal. Scheint kalt zu sein. Ah, da unten ist es schon. Vielleicht draußen. Ich lass sie reden.
Könnte ja sein, dass ich einen Hinweis finde. Mit einem Fuß im Grab, okay. Aber wollen wir die noch machen? Oder wollen wir hier ein Päuschen einlegen und dann jetzt als Cliffhanger quasi... Oh, das war der Cliffhanger, Freunde! Ich dachte, er überlebt. Vielleicht landen wir auf dem Busch oder so, dachte ich. Hammerhart, ey. Ups. Richtig geil. Sind wir jetzt wenigstens unten? Ja, wir sind unten. Wieder gespawnt. Aber auf der falschen Seite vom Fluss. Schwimm rüber. Irgendwie sind wir hier falsch. Aiden, schwimm! Schwimm, schwimm, schwimm! Oh, hoffentlich kommen wir drüben hoch. Mit einem Fuß im Grab. Ich weiß gar nicht, wie lange geht denn die Folge hier schon? Weiß ich leider auch nicht genau. Halbes Stündchen oder so. Ich würde sagen, wir gucken hier einfach mal noch kurz rein. Ja. Eine geht noch schnell. Wenn wir da drin zu hart failen, müssen wir halt einen Cliffhanger einbauen. Hier kommst du raus. Okay, cool. Ich hoffe, du kannst hier hoch. Ja, perfekt. Sehr schön. Über einen kleinen, nicht ganz so gewollten Umweg. Gucken wir mal mit einem Fuß im Grab, was das bedeutet. Ich habe alles verloren. Meine Festplatten, den Netzwerkzugang. Okay, ich muss wieder online gehen. Wo ist Clara? Vorsicht, Aiden. Zieh sie nicht mit rein. Ja, zieh sie lieber nicht mit rein, Aiden. Das wäre nämlich dumm von dir. Hier. Und zack, hat er sie mit reingezogen. Irgendwie schon. Danke. Diese Männer, wer sind die? Ich weiß nicht. Die müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. Detzek sagt, dass noch jemand den Systemhack hat. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen vermehrt es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Motelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Das Zimmer wurde echt ganz schön zerlegt. Mhm. Und der Parkplatz. Nicht meine Priorität. Nein, das weiß ich. Schon klar. Bad Boy Clara. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe. Das ist irgendwie eine sehr romantische Szene hier gerade. Man nennt es den Bunker. Kann ganz schön Gefühle raushängen lassen. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Der Bunker? Der Bunker. Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert. Stadtplanung, Zoneneinteilung, Dinge, die niemand wissen soll. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck. Genau da drüben. Etwa. Und deine Motelkaution kannst du vergessen. Da hat sie wohl recht. Wahrscheinlich schon, ja. Finden wir es. Ja, Mann, wir holen uns den Zugang. Wir holen uns den Zugang. Wo ist der Bunker? Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt. Das könnte ich gut gebrauchen. Suchen Sie einen Brückenzugang. Ich muss gucken, dass du die Brücke irgendwie drehen kannst, die vor uns ist. Das ist so eine Drehbrücke. Finden Sie den Zugang. Und dabei darf ich hier nicht diesen blauen Bereich scheinbar verlassen. Ne, irgendwo in diesem blauen Bereich ist der Zugang, glaube ich. So verstehe ich das. So meinst du das? Ja. Da ist eine Leitung. Zu einer Kamera. Zu einer Kamera. Aber die Leitung führt nicht zu der... Da unten führt... Da ist ein Kasten. Ach, soll ich da hingehen? Ich glaube, das könnte der Kasten sein. Hier, da. Von der anderen Seite. Da. Bam. Das ist der Zugang. Wieder besonders schlau angestellt. Wenn du das kannst, bringst du mich rein. Aha. Hä? Krass. Warum kann ich nicht einfach rüberschwimmen? Wieso brauchen wir denn die dumme Brücke? Hey, jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Fruer. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Aha. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides.
Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Mhm. Er lebt sympathischer hier ganz in der Nähe. Im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. Dadsec versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir. Wo ist denn diese Waffe mit dem Schalldämpfer? Du weißt wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende? Papa nahm mich früher mit... Unten vielleicht? Beim Granatwerfer auch? Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Oh, sie lassen Clara zurück. Ich wusste damals nicht, dass er nur... Gucken wir gleich. ...einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Na, ist ja aber richtig kuschelig hier. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz seine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker echt ist. Im Armutal gab es heute eine Bandenschießerei, die zur Explosion einer Gasleitung führte. Keine Angaben zu Opfern. Die Polizei untersucht den Fall. Dank der kurzen Reaktionszeit des CTOS heißt es, konnte die Polizei das Gebiet innerhalb... Da hat Tobias seinen Laden. Das meiste ist Schwarzmarktmüll. Okay. Manchmal findet man seltene Baupläne, mit viel Glück. Jetzt bin ich ja gespannt. Baupläne? Er ist nicht da. Und jetzt? Jemand muss doch wissen, wie man sie erreicht. Ich sehe mich. Legen Sie Profile von Obdachlosen an, um Hinweise zu finden. So, meine obdachlosen Freunde, wo seid ihr denn alle so unterwegs heute? Wir sammeln Profile von euch. So sieht's aus. Also versteckt euch nicht, sondern kommt schön herbei. Zur Volkszählung. Kletterst hier ein bisschen rum. Okay, der weiß nichts darüber. Wie sieht's mit denen aus? Spielsüchtig. College-Absolvent. Früherer Polygamist. Spielsüchtig. Hausverbot. Illustrierter Sexualstraftäter. Ey. Krasses Schwein. Alle rumhängen. Essensmarken gestrichen. Ehemaliger Zirkusartist. Schläft unter der Brücke. Hm. Der... Da hinten ist doch einer. Vermindert der Libido. Guck mal da. Ja. Ach nee, ist das die Clara, oder? Ja, das ist die Clara. Wie dumm. Sehr viel Technik für so einen Ort. Hey, sorry. Hm. Irgendwo hier muss er ja sein. Steckt sich irgendwo dreckig. Tja. Was war das hier? So, es war wieder nur das Klettern, den. Ich kann ja hier auch noch vorgehen. Ja, wir müssen hier alles in diesem blauen Kreis absuchen. Irgendwo hier treibt er sich rum. Der eine Penner, den wir suchen. Da ist er, oder? Nee. Ja, ich glaube, die sind außerhalb leider schon irgendwie, wenn ich das so... Obwohl, irgendwie ist es komisch. Aber der Kreis geht da oben noch lang, ja. Aber da sind keine Obdachlosen mehr. Weißt du mal ja nicht, hier irgendeiner von denen kann ja einer hier. Leck mich. Ja, hab ich mir auch gedacht. Mann, leck mich. Aber den Jungs sagt man sowas besser nicht. Mann, vorne ist noch einer mit blau markiert. Hier auch einer. Wo ist er nur? Oh, du verlässt es. Verlässt das Gebiet. Ja, du musst es ja doch da unten. Ja, da muss es doch irgendwie unten sein, ja. Tja, dann gucken wir hier mal weiter. Ah, da war auch eine Kamera. Aber krass. Das ist schon ab. Hier rechts könnte noch was sein, da waren wir glaube ich noch nicht drin. Hier ist noch so ein kleines vorderes Stück vom Lager. Meinst du, da ist wer? Ich weiß nur nicht, ja, da saß jemand. Ich weiß nur nicht, wie man da reinkommt. Hier, guck mal, der ist doch schon interessant. Oh Mann. Der eine einzige. Das sind Leute bei deinem Shop. Na und, der ist zu. Warte, wie sehen die denn aus? Keine Ahnung, Mann. Eine Punkerin und ein... Dann bleibt er zu. Vielleicht lassen sie mich mitspielen. Wie wir direkt daneben stehen. Eine Pokerrunde.
Mal's oh, Tommy. Ey. Das war's schon. Jawoll! Jawoll! Endlich steckst du dein Pokern. Das gibt's ja gar nicht. Geil. Einbruch entdeckt. Noch jemand verfolgt den Anruf. Das sind sicher Fixer. Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Flur finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Ach nee. Ausschalten. Da sind sie. Sie werden ihn schnell finden. Ich muss sie aufhalten. Oh Gott. Du brauchst dringend ein Auto. Mach sie fertig. Schramm sie weg von der Straße. Gibt's mal wieder eine Verfolgungsjagd. Ach Feinsten. Du Scheiße, ja. Meine Lieblingsbeschäftigung hier. Aber ich hab. Du willst alleine gehen, oder? Also, nö, wir fahren nur schon mal vor. Dass man immer telefonieren muss, wenn man hier so eine krasse Verfolgungsjagd hat. Boah, ist wieder so, wie geil der Wagen klingt, Alter. Ist auch nicht so schlecht, oder? Nö, der geht schon. Geht gut. Dafür, dass der da unter der Pennerbrücke stand. Boah, Achtung, die haben auch zum Glück so einen Van nur. Aber die sind wahrscheinlich trotzdem muss etwas massiger zum Tackeln, so mal gucken. Aber da kommen bestimmt auch gleich wieder Autos dazu. Meistens kommen ja nochmal welche dazu. Der geht echt böse ab, muss man sagen. Ja, guck, da kommt schon Verstärkung. Verstärkung ist da! Und da geht's los. Oh Gott, das wird krass. Wird sehr, sehr krass. Jetzt ist wenigstens die Route aber abgestellt. Jetzt kann er, also weißt du. Ja, ja, klar. Jetzt geht halt nur das wieder ewig hier. Stoß ihn! Neutralisieren, jawohl, das war perfekt. Hat einen krassen Crash gemacht. Ja. Oh, schade. Ich glaube, er ist schon ausgestiegen. Fahren um. Boah. Nein! Ich muss kurz drehen. Das war's. Abhauen. Eliminieren Sie die Verstärkung oder entkommen Sie? Ja, wie immer. Standard. Ja. Stanni. Absoluter Stanni. Und das reißt der Flo hier bestimmt nach seiner heutigen krassen Phase auf jeden Fall ganz easy going runter, das Ding hier. Oh. Das war nicht so gut. Boah. Ich wollte sowieso da vorne eigentlich lieber runter. Okay, ja. Mach sie fertig. Da ist einer direkt neben dir. Der will's wissen. Der will's eiskalt wissen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, das war richtig gut. Damit hast du ihm übelst getackelt. Allerdings er uns auch. Sorry, Mitbürger. Der Will ist getötet, was? Ich hab den noch gar nicht berührt. Ja, ich glaube, so eine Laterne hat ihn noch umgefetzt. Keine Poller leider hier gerade. Ach, warum kann ich denn da nicht durch? Das ist ja lächerlich. Ja, der Bürgersteig da ist zu hoch anscheinend für dieses Auto. Oh, 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 das wird spannend. Wir haben ihn von der Straße. Such weiter. Verdammt, wir hatten ihn. Ja, ja, sieht sehr gut aus, sieht sehr gut aus. Fahr hier oben raus, bist du raus. Alter. Der ist Killer. Oh, Baustelle. Einfach mal kurz einen Berg hochgefahren und geschafft. Nee, ich hab's noch nicht, da hat er mich. Und ich häng fest, tatsächlich. Das gibt's nicht. Schnell raus, jawohl, du hast es geschafft. Gerade so. Geil. Ach, guck mal, hier oben müssen wir eh hin, das ist cool. Erreichen sie das Pokerspiel. Aber die kommen da hinten trotzdem noch. Siehst du das? Ja, jetzt ist er weg. Ah, jetzt ist er weg, okay. Ja, das Pokerspiel würde ich sagen, gucken wir uns nächstes Mal an. Ja, Mann! Bis hierhin lief es ja schon ganz gut und dann kann der Tommy endlich mal lospokern. Sehr schön. Ja, dann machen wir hier eine kleine Pause und sehen uns, wie gesagt, gleich wieder. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao. Bis morgen. Tschüss.